Frau Ministerin, liebe Christina Schröder, Herr Minister, lieber Thomas de Maizière, Herr Bröker, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, aber auch liebe Zuschauer, die im Rahmen des Livestreams im Internet unser Werkstattgespräch heute verfolgen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Der ein oder andere durfte schon die ganz schwierige Frage bei der Heute-Show beantworten, ob er freiwillig oder gezwungen hier ist. Offensichtlich ahnt man dort, dass es auch um Freiwilligkeit heute gehen wird. Es geht jedenfalls darum, was Ihnen am Herzen liegt. Darüber wollen wir heute sprechen, was uns umtreibt, was uns wichtig ist, wovon wir glauben, dass es in den nächsten Jahren von der Politik in Deutschland angepackt werden muss. Und darüber, was Anregungen sind, die wir aufnehmen sollten in unser gemeinsames Regierungsprogramm von CDU und CSU. Dieses Programm soll eben nicht im stillen Kämmerlein, sondern im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern wachsen. Und dazu haben wir die Aktion ins Leben gerufen, was mir am Herzen liegt. Haben fast 10.000 Anregungen per Mail, per Postkarte erhalten, in ganz vielen Gesprächen vor Ort, die vor allen Dingen die Kandidatinnen und Kandidaten gemacht haben, vom Jugendverband bis zur Kreishandwerkerschaft oder einem örtlichen Betriebsrat, um zu erarbeiten, was sind Themen, die wichtig sind, was sind Anregungen. Die meisten, vielleicht diskutieren wir heute auch über diese Fragen, haben uns erreicht, über 1.000 rund um das Thema Familien stärken, sicheres Leben in jedem Alter. Auf Platz 2 auch noch über 1.000 Vorschläge, Arbeit für alle, gut bezahlt, sichere Arbeit. Und auf Platz 3 war dann Zukunftsland Deutschland, da geht es um Forschung, um Bildung, um das, was wir heute tun müssen, damit Deutschland weiterhin Spitze bleibt, auch über 700 Vorschläge. Und wir werden ja auch heute solche Vorschläge hören und ich freue mich, dass Theresa Liebig unter uns ist. Sie hat nicht nur selber einen Vorschlag eingereicht, sondern wird, Thomas de Maizière und ich als Kirchentagsmenschen haben vorhin uns ausgetauscht, dass das woanders Anwalt des Publikums heißt, also Anwalt derjenigen, die mitgemacht haben bei dieser Aktion, Anwältin wird sie sein und einbringen, was wir dort gehört haben. Und dann laufen diese Werkstattgespräche, dann läuft die Abstimmung, jetzt sind die Mitglieder dran, CDU-Mitgliedschaft als eine zusätzliche wichtige politische Beteiligungschance. Im Internet CDU Plus über 45 Thesen nicht nur abzustimmen, zu sagen, die ist mir wichtig, die ist mir weniger wichtig, damit wir sehen, wie sind die Gewichte verteilt zwischen dem, was wir jetzt auch erarbeitet haben auf der Grundlage der Anregung, sondern das auch kommentieren können, was Sie von diesen Thesen halten. Wir haben es in den Bundesfachausschüssen unserer Partei intensiv diskutiert, was wir in der nächsten Legislaturperiode tun wollen. Und wir werden im Juni abschließen diesen Prozess, indem wir in Berlin am 23. und 24. Juni in einer Vorstandssitzung der CSU und der CDU die Verabschiedung in einem Kongress, die öffentliche Vorstellung vornehmen. Und wir leiten, wie gesagt, heute ein Gespräche, die darüber gehen, was wir für wichtig halten, für unsere Gesellschaft, wie Menschen sich einbringen in ganz verschiedenen Bereichen der Jugend, der Sozial-, der Arbeit für Ältere, der Arbeit zur Sicherheit unseres Landes bei der Bundeswehr, der Frage, wie sich dies mit der Familie vereinbaren lässt, der Freiwilligendienst, der berufliche Dienst. Und wir wollen hinhören, so wie wir dann am 16. Mai mit Johanna Wanka und Peter Altmaier über die Frage reden werden, was Forschung dazu beitragen kann, dass wir erfolgreich, nachhaltig wirtschaften, dass wir Umwelt- und Industriepolitik in einen guten Einklang miteinander bringen und wie wir mit Wolfgang Schäuble und Ursula von der Leyen anschließend diskutieren werden am 4. Juni über Fragen, die von der Euro-Stabilität bis zur Sicherung von Arbeitsplätzen reichen werden. Das alles wollen wir einbringen und ich freue mich darauf, dass wir heute mit Ihnen allen, aber vor allen Dingen mit Christina Schröder, mit Thomas de Maizière den Anfang machen. Ich glaube, wir haben die gute Chance, heute weitere Anregungen aufzunehmen, dazu zu lernen. Da setze ich nicht zuletzt auf Sie, lieber Herr Bröker, aber auch auf Sie alle hier im Saal. Und deswegen freue ich mich jetzt darauf, Ihnen, lieber Herr Bröker, hier von der Rheinischen Post in Berlin, Stimme des Westens, jetzt hier die Stimme zu erheben, um zu leiten unser Werkstattgespräch. Sie haben das Wort. Ja, darf ich direkt die Minister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Frau Dr. Schröder, vielleicht hier in die Mitte zu bitten.
Herr de Maizière, Bundesminister der Verteidigung, daneben. Vielen Dank für die Einführung, lieber Herr Gröhe, und die kleine Werbung zur Stimme des Westens, das hören wir natürlich gerne. Wir wollen heute die etwas für meine Verhältnisse als Berliner Politikkorrespondent, es ist ja selten, dass man mal auf einer Veranstaltung ist mit so einem wohlig warmen Titel wie Was liegt Ihnen am Herzen? Das ist wenig Streit, das klingt sehr solidarisch, das freut uns schon mal. Vorneweg würden wir ganz gerne nicht nur von den beiden Bundesministern hier am Tisch wissen wollen, was ihnen am Herzen liegt, sondern vor allen Dingen von den Leuten da draußen. Und da muss ich noch ein paar Details loswerden. Wir haben hier gerade einen Livestream auf cdu.de. über den sich natürlich auch alle politisch Interessierten, nicht nur CDU-Sympathisanten, einbringen können in diese Diskussion. Das geht über verschiedene Wege. Die Mitmachpartei CDU ist multi-channel-fähig, habe ich heute gelernt. Das geht über per Mail an diskussion@cdu.de. Sie können aber auch bei Twitter, beim Nachrichtendienst Twitter unter dem Hashtag @CDUREG, CDUREG für das Regierungspartei, Ihre Kommentare loswerden oder über Facebook auf der Seite www.facebook.com/CDU. Wir werden gleich im Laufe des Gesprächs immer wieder mal mit den beiden Kollegen von Team Deutschland schauen, welche Fragen von online reinkommen. Herzlich willkommen erstmal. Zunächst zu unseren Gästen hier auf dem Podium. Ich habe mich erstmal gefragt, Familien- und Verteidigungsministerium, was haben die beiden eigentlich miteinander zu tun? Aber so beim zweiten Nachdenken kommt man doch auf das eine oder andere. Es geht bei Ihnen beiden in den Ressorts ja viel darum, freiwillige gesellschaftliche Dienste zu motivieren, Menschen zu etwas zu motivieren, was kostenlos gemacht wird für den Dienst an Deutschland. Es geht bei beiden um Nachwuchsgewinnung im weitesten Sinne, bei Ihnen etwas die kleineren, Frau Schröder, bei Herrn de Maizière die etwas jüngeren Leute. Und es geht vor allen Dingen um Vereinbarkeit von Beruf und Familie beziehungsweise Dienst und Familie. Damit würde ich ganz gerne anfangen, Frau Dr. Schröder, Familienpolitik, wenn man so die letzten Monate sich angeschaut hat, ist wohl kein Feld in der Politik so, sagen wir mal, ideologisch belastet wie dieses, wie die Debatte um die Familienpolitik. Für die einen ist das Betreuungsgeld des Teufels, die anderen schwören auf Sachleistungen und alles muss in den Kita-Ausbau gesteckt werden. Ist in diesem Zusammenhang eigentlich noch eine normale sachpolitische Argumentation möglich oder verzweifelt man da irgendwann? Also es ist schon richtig, das kriegen Sie ja bestimmt auch alle mit, die familienpolitische Debatte ist schon oft emotional, weltanschaulich sehr aufgeladen. Und wenn ich so in Europa rumgucke, habe ich auch das Gefühl, da sind wir in Deutschland schon auch ganz schön speziell, indem wir diese ständige Diskussion darüber führen, wie denn nun das richtige Familienleben auszusehen hat. Und da geht es dann auch insbesondere auch um die Frage, wie denn nun das richtige Frauenleben auszusehen hat. Und vielleicht auch selbstkritisch an mein eigenes Geschlecht. Ich finde, dass vor allen Dingen auch oft wir Frauen es sind, die untereinander ziemlich unerbittlich diese Diskussion führen. Und oft hat man dann den Eindruck, im Grunde, wie es eine Frau macht, sie macht es falsch. Wenn sie sagt, sie will sich eine Zeit lang, sie will sich voll auf Karriere konzentrieren, dann ist sie die egoistische Karrierefrau. Wenn sie sagt, sie will eine Zeit lang zu Hause bleiben, dann ist sie, siehe Debatte um das Betreuungsgeld, das Heimchen am Herd. Das gilt übrigens nur bei Frauen. Wenn ein Mann das macht, ist das fortschrittlich. Aber wenn eine Frau das macht, ist sie das Heimchen am Herd. Und wenn sie sagt, sie will versuchen, beides miteinander zu vereinbaren, dann ist sie je nach Blickwinkel die Rabenmutter oder die Latte Macchiato-Mutter. Und ich denke, wenn wir das schaffen würden, uns von dieser Debatte zu verabschieden und aufhören würden, das Frauen zu erzählen, wie das richtige Leben auszusehen hat, sondern akzeptieren, dass es da unterschiedliche Werte gibt, unterschiedliche Lebenssituationen und vor allen Dingen, dass sich sowas im Leben auch ein paar Mal ändern kann. In unterschiedlichen Lebensphasen hat man unterschiedliche Modelle. Dann wäre schon sehr viel gewonnen. Also ich glaube, wenn wir uns zu dem Konsens den hinkriegen würden, dass Familienpolitik nicht die Aufgabe hat, den Menschen zu sagen, wie sie leben sollen, sondern die Aufgabe hat, ihnen zu ermöglichen, dass sie so leben können, wie sie leben wollen, dann hat Familienpolitik immer noch sehr viel zu tun, aber wir könnten diese Debatte wesentlich pragmatischer führen. Herr Minister de Maizière, woran liegt das denn, dass das Bild der Frau so in der Öffentlichkeit hart umkämpft ist? Liegt das eigentlich an uns Männern oder liegt das an den Frauen? Ich glaube, das ist ganz stark eine Generationenfrage. Die Älteren haben ein bestimmtes Lebensmodell gelebt. Jetzt für den Bereich, für den ich jetzt Verantwortung trage, war ganz klar, die Soldaten waren Männer und wenn sie heirateten, zogen die Frauen mit den Soldaten Männern mit. Erwerbstätigkeit kam für sie gar nicht in Frage. So, und jetzt entwickelt sich das aus. Wir haben jetzt sozusagen die erste Generation, die das durchgekämpft hat.
Und die nächste Generation, zu der ja Christina gehört, sozusagen ist noch schon die nächste Generation, wo es wiederum verschiedene Lebensmodelle gibt. Und wenn wir jetzt darüber diskutieren, dass das eine besser oder das andere schlechter ist, dann fühlen sich die jeweils Betroffenen, gerade die Älteren, in ihrer Lebensleistung bedroht. Das ist das Problem. Sagen, wenn wir jetzt sagen, Erwerbstätigkeit von Frauen mit Fremdbetreuung, das ist ja auch schon mal so ein Ausdruck, ja? Fremdbetreuung, das klingt ja schon so. War dann eigentlich mein Leben was wert, wo ich doch nur mit den Kindern zusammen war? Und umgekehrt, wenn jetzt die nächste Generation sagt, nee, jetzt gehe ich aber mal 2, 3 Jahre und kümmere mich um meine Kinder, was ist dann eigentlich mit meinem Anspruch auf volle Erwerbstätigkeit? Wie stehe ich dann eigentlich da? Also es wird im Grunde gespiegelt an Projektionsflächen, die sehr stark mit Generationen zu tun haben. Und da bin ich voll bei Christina Schröders Meinung, wir müssen uns von diesen sozusagen Leitbildern lösen. Das Leitbild ist Wahlfreiheit. Und das bedeutet, wir müssen auch als Politik dann Angebote machen, auch dann natürlich in Streitkräften, aber wir müssen als Politik Angebote machen, die je individuelle Entscheidung einer einzelnen Person, eines Paares für Familien mit Kindern in unterschiedlicher Weise möglich macht und auf diese Zensuren geben untereinander. Darauf müssten wir verzichten. Herr Minister, ich habe neulich in Ihrem aktuellen Buch, was der geschätzte Kollege Stefan Braun geschrieben hat, in Ihrem Interviewbuch mit Ihnen gelesen, dass Sie eigentlich... Er hat ein paar Fragen gestellt. Okay. Ja. Ein paar. Ganz wenige. Dafür habe ich aber ganz schön lange gebraucht, um mich da durchzukämpfen. Aber gut, okay. Da steht auf jeden Fall drin, dass Sie das Familienministerium eigentlich für überflüssig halten, weil Sie sagen, erstens weckt es zu viele Erwartungen. Das wollte ich jetzt nämlich auch mal sagen, Frau Schröder. Es weckt zu viele Erwartungen und eigentlich ist es die Aufgabe jedes Ressorts in seinen Themen für Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu sorgen. Machen Sie jetzt, Frau Schröder, das Amt eigentlich streitig? Nein, der Hintergrund war folgender. Angela Merkel war ja mal Jugendministerin und da wurde ein Ministerium auf 3 aufgeteilt. Ich vermute eher aus personellen und Koalitionsgründen als aus persönlichen Gründen. Und natürlich war die ursprüngliche Errichtung des Ministeriums gedacht, naja, da haben wir so eine Gruppe, für die müssen wir auch mal was machen und machen für die mal ein Ministerium. Und in Wahrheit war es ein Ministerium für Familien mit kleinen Kindern. Und ganz früher Ursula Lehr, die war eine große Gerontologin, und Christina Schröder hat viel Mühe am Anfang gehabt zu sagen, nein, ich bin für die Familie in allen Sektoren zuständig. Zum Beispiel junge Erwachsene und junge Alte, die spielen ja eine zentrale Rolle bei der Hilfe der jungen Eltern, überhaupt Familie und Erwerbstätigkeit miteinander zu verbinden. So, und aber die Strukturen, die wir haben, sind noch in dieser Gedönsstruktur, wenn man so will. Während ja ganz viele Fragen, das Steuerrecht und vieles andere ist gar nicht bei ihr in der Zuständigkeit, sondern bei anderen Ministerien. Das Unterhaltsrecht und das ganze BGB, das Familienrecht, ist bei der beim Justizministerium. Das Steuerrecht ist beim Finanzministerium. Mhm. Die Frage Frauenquote ist im Grunde soweit, das Aktienrecht ist wieder beim Justizministerium. Offiziell, ja. Im Arbeitsministerium ist es jedenfalls nur begrenzt. Und von daher müsste man eigentlich jetzt, deswegen habe ich gesagt, eine Art Lebensministerium schaffen oder jedenfalls dieses Ministerium mit harten Zuständigkeiten geben, aber nicht als ein sozusagen Ombudsbetreuungsministerium. Und ein wichtiger Teil der Hardware ist bei den Ländern, beim Finanz-, Justiz- oder sonst Ministerium. Das war meine Analyse in dem Buch. Und das ist, glaube ich, richtig. Was daraus jetzt folgt an der Konstruktion eines Kabinetts, muss man überlegen. Ich weiß nicht, was dann unsere Dialogpartner mal dazu sagen. Aber das war die eigentliche Analyse, die ich da versucht habe zu machen. Dann die Frage an die Lebensministerin Schröder. Sie evaluieren ja gerade zusammen mit dem Bundesfinanzminister Schäuble alle familienpolitischen Leistungen. Das sind 200 Milliarden Euro im Jahr, die der Staat aufgibt. Da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Maßnahmen, aber auf jeden Fall sind 1/3 davon steuerlicher Natur. So viel steht fest. Und dann, wir Journalisten versuchen das natürlich dann immer wieder in Richtung Geburtenrate zu lenken. Dann sagen Sie, das ist jetzt nicht der einzige Maßstab für das Funktionieren von familienpolitischen Leistungen. Aber die Frage ist doch,
Ist denn nicht irgendwie die Politik vielleicht einfach mit Ressort Familienpolitik überfordert? Wenn ich in meinem Bekanntenkreis und in meinem Umfeld schaue, dann sind im Grunde die Großeltern, Papa und Mama, sind diejenigen, die da am meisten aushelfen und weniger der Staat. Können Sie überhaupt sagen, dass es wirklich funktioniert, dass es zu Ergebnissen führt? Also zunächst einmal zur Evaluation familienpolitischer Leistungen, die 200 Milliarden, die Sie genannt haben, das ist mir erstmal wichtig deutlich zu machen, da sind zum Beispiel der größte Block innerhalb dieser 200 Milliarden ist die Witwen- und Waisenrente mit knapp 50 Milliarden. Also auch nicht, man würde jetzt nicht direkt sagen, dass die Witwenrente eine familienpolitische Leistung ist. Also man muss familienpolitische Leistungen im engeren Sinne sind 55 Milliarden. Und bei dieser Evaluation, da war jetzt in der Tat... Ist da Schule dabei oder nicht? Nein, da ist auch keine Schule dabei, nein. Sondern es sind wirklich familienpolitische Leistungen, keine bildungspolitischen Leistungen. Kita-Ausbau ist aber natürlich dabei, das zählt dazu. Also, und bei der Evaluation war jetzt natürlich gleich von Anfang an die Frage, woran misst man eigentlich den Erfolg von Familienpolitik? Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere von Ihnen vielleicht noch den großen Spiegelartikel zu diesem Thema noch im Hinterkopf hat. Das Kindergeld ist wenig effektiv, stand da drin. Ja, das Unglaubliche an diesem Artikel war, dieser Artikel hat auf 6 oder auf 8 Seiten darüber resoniert, ob denn nun Familienpolitik sinnvoll sei oder nicht. Und kam nicht weiter überraschend zu dem Fazit, überhaupt nicht. Aber er hat an keiner einzigen Stelle dieser Artikel den Maßstab benannt, wann er denn Familienpolitik für sinnvoll hält oder nicht. Und das ist ja eigentlich eine intellektuelle Zumutung, quasi darüber seitenweise zu berichten, ohne auch nur ein einziges Mal den Maßstab zu benennen. Und das ist der spannende Punkt. Und hier habe ich, gemeinsam mit Wolfgang Schäuble am Anfang gesagt, wir messen familienpolitische Maßnahmen an 5 Maßstäben. Erstens an der Frage Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zweitens an der Frage Familienlastenausgleich. Drittens an der Frage Erfüllung von Kinderwünschen. Viertens an der Frage Wahlfreiheit. Und fünftens, vielleicht sogar der wichtigste Maßstab, kindliches Wohlergehen. Und an diesen 5 Maßstäben messen wir die Familienpolitik. Und diese 5 Maßstäbe werden wir, wenn wir demnächst die Ergebnisse der Evaluation vorlegen, auch öffentlich zur Debatte stellen. Denn auch darüber kann man natürlich sehr interessant diskutieren. Sind diese Maßstäbe, sollten die gewichtet werden? Sind die alle gleichwertig? Finden die auf unterschiedlichen Ebenen statt? Was sagt die Wissenschaft dazu? Das ist mir ganz wichtig, darüber auch ins Gespräch zu kommen, was die Ergebnisse der Evaluation angeht. Und deswegen, wenn Sie jetzt fragen, was kann Familienpolitik überhaupt? Wir können in keiner Weise Familie ersetzen. Und ich finde gerade, Familienpolitik muss sehr sauber definieren, wo hat sie sich einzumischen und wo nicht. Das ist ja für mich ein wichtiges Thema. Aber was wir schon liefern, wir können schon bei den 3 großen Dingen, die Familien brauchen, unseren Beitrag leisten. Geld, finanzielle Unterstützung, Zeit, hier geht es insbesondere ums Arbeitsrecht und Infrastruktur, da geht es um den Kita-Ausbau. Und da können wir auf allen 3 Themen sehr substanziell was machen. Da muss ich erstmal für den Spiegel eine Lanze brechen. Am Ende haben die ja vor allen Dingen ein Gutachten zitiert, das nicht der Spiegel selbst in Auftrag gegeben hat, sondern ihr Ministerium. Und das war natürlich noch nicht fertig und nicht abgestimmt. Aber wenn ich jetzt Ihnen so zuhöre, dann klingt das so, am Ende findet man zu jeder dieser Maßnahmen natürlich auch ein Kriterium, was diese Maßnahme begründet. Und dann bleibt doch alles beim Alten. Naja, aber ich meine, also es ist doch nicht Aufgabe einer, also ich finde, man muss schon sehr sauber unterscheiden, was ist Aufgabe der Politik? Und was ist Aufgabe der Wissenschaft? Und es ist Aufgabe der Politik, Ziele vorzugeben, altmodisch ausgedrückt Werturteile vorzugeben. Für die stellen wir uns dann auch zur Wahl. Für diese Werturteile stehen wir. Und es ist Aufgabe der Wissenschaft zu definieren, welche Mittel für diese Werte zu deren Erreichung führen. Und es ist nicht, kann nicht sein, dass an die Wissenschaft delegiert wird, die Frage, welche Werte wir verfolgen. Und ich finde, das stört mich öfters, dass das so gnadenlos oft durcheinander gemischt wird und dann im Grunde wissenschaftliche Objektivität vorgetäuscht wird und in Wahrheit es nur darum geht, das eigene für gut Befundene dem wissenschaftliches Mäntelchen umzuhängen. Wir sind ja in der Debatte um die Erarbeitung eines Wahlprogramms. Und da steht dann oft in den Wahlprogrammen, wir wollen das und wir wollen das und wir wollen das nicht und so weiter. Eigentlich ist das ein bisschen ungenau. Wir haben Politikfelder, da sind wir richtig originär verantwortlich. Wir für uns. Also die Bundesregierung ist dafür verantwortlich, wie die Bundeswehr funktioniert. Ganz alleine. Trotzdem brauchen wir da auch die Gesellschaft, gesellschaftliche Wertschätzung, Nachwuchsgewinnung und so weiter. Und der Innenminister ist zuständig, sozusagen, dass die Bundespolizei ihren Auftrag erfüllt. Trotzdem muss er mit den Ländern und so weiter zusammenarbeiten.
Der Finanzminister ist zuständig, mit dem Bundestag und so weiter ein Steuerrecht zu haben. Das muss, und die Länder sind zuständig, die Finanzbehörden zu organisieren. Da haben wir sozusagen hoheitliche Aufgaben, für die sind wir von vorne bis hinten zuständig. Aber das gesellschaftliche Leben ist ja viel mehr. Eine Verbraucherschutzministerin, eine Familienministerin, auch eine Justizministerin kann ja nur Teile überhaupt regeln. Und für, ja, und auf Teile nur Einfluss haben. Und in einer freiheitlichen Gesellschaft wollen wir das ja auch nur. Und das heißt, der Erfolgsmaßstab muss dann auch gar nicht, kann gar nicht sein, was haben wir eigentlich an Regeln geschaffen? Sondern wie beeinflusst man gesellschaftliche Entwicklung? Und in einer freiheitlichen Gesellschaft, jedenfalls ist das unser Modell als freiheitliche Partei, als christlich-demokratische Union, ist, dass wir Anstöße liefern, bremsend, fördernd, drückend, warnend, wie die Gesellschaft sich freiheitlich entwickelt. Und da hat Familienpolitik eine gewisse fördernde Funktion, aber mehr auch nicht. Es gibt ja Untersuchungen, führt eigentlich der Anstieg zu Familienleistung zu mehr Kindern? Ja oder nein? Das war halt ein Maßstab. Antwort überwiegend nein, vielleicht in Frankreich ja, vielleicht in Schweden ja. Gibt einen Zusammenhang, das haben wir in Sachsen mal untersucht, Kürzung von familienpolitischen Leistungen, führt das zu weniger Kindern? Tendenziell eher ja, scheint es eine Korrelation zu geben. Aber wir müssten im Grunde bei unseren programmatischen Aussagen deutlich machen, und gerade als Partei, die der Freiheit verpflichtet ist, das ist das Politikfeld, da sind wir richtig verantwortlich. Und das ist das Politikfeld, da wollen wir, dass die Gesellschaft sich frei entwickelt und wir setzen ein paar fördernde oder bremsende Rahmenbedingungen, nicht mehr und nicht weniger. Und bei der Formulierung von Programmen müssen wir eigentlich mal überlegen, dass man das ein bisschen klarer unterscheidet macht. Sonst macht man auch die Bevölkerung unselbstständig. Und wir erwecken Erwartungen an das, was wir könnten, die wir nie einlösen können. Das klingt danach, dass es eine relativ kurze Passage dann wird. Man wird die Ziele darstellen. Man muss das nur sprachlich ein bisschen anders formulieren. Aber wir sind uns sicherlich einig, dass die Rahmensetzung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine politische Aufgabe ist. Dann die Frage mal an Sie, Herr Minister de Maizière. Wie ist das denn eigentlich in der Bundeswehr? Da sind Sie für zuständig. Wie stelle ich mir das konkret vor? Steht da jetzt der Wickeltisch im Offiziersheim? Gibt es schon Betriebskitas auf den Kasernen? Was tun Sie denn konkret, für die Sie zuständig sind? Bei der Bundeswehr ist das ein schwieriges Thema. Wir werden nie ein richtig familienfreundlicher Arbeitgeber werden. Wegen der Umzüge, meine ich. Wegen der Einsätze, die wir haben. Die Angehörigen tragen auch oft die größere Last als die Einsatzsoldaten. Die sind zusammen, die haben was zu tun und so. Die Angehörigen sind oft allein. Aber auch durch die Umstrukturierung, durch die Veränderung, wir sind halt eine Einrichtung, die arbeitet für die Sicherheit und das geht nur, wenn man mit unsicheren Verhältnissen zu tun und zu leben und sich darauf einzustellen hat. Führt es zu Veränderungen. Soldaten wollen auch befördert werden, Karriere machen und das geht nur durch Veränderung. Bei den zivilen Mitarbeitern ist wieder ein bisschen anders. Das heißt, wir werden nie richtig familienfreundlich werden. Punkt eins. Punkt zwei, so wenig familienfreundlich, wie wir im Moment sind, dürfen wir aber nicht bleiben. Denn das führt erstens zu einer schlechten Nachwuchsgewinnung und auch zu schlechter Leistung im Job. Dass wir haben ein eigenes Interesse, das zu machen. Das ist auch wieder eine Generationsfrage. Dass für manche altgediente Soldaten ist sowas, das ist sowas für Weicheier. Also Frauengedöns. Und ja, vielleicht bei Sanität so ein bisschen. Und das beginnt sich aber zu ändern, gerade bei der jüngeren Generation. Wir haben jetzt eine Frauenquote von ungefähr 9%, überproportional bei Sanität. Unser Ziel ist 15%. Das würde Frau Schröder nicht reichen jetzt. Nein, aber das ist international kein schlechter Wert. Schon die 9% sind kein schlechter Wert. Sie wissen, ich habe es doch mit flexiblen Zielvorgaben. Ach ja, stimmt. Okay. Ja? Reicht Ihnen die jetzt? Okay, gut. Das ist ja auch keine gesetzliche Quote, die wir da machen, sondern eine Zielvorgabe, betriebsintern, wenn man will. Das ist ja, ja, glaube ich, erlaubt und unstreitig. Dann müssen Sie die aber auch veröffentlichen. Dann wären, glaube ich, sogar Christina Schröder und Ursula von der Leyen einer Meinung bei dem Punkt. Wir wollen das also auf 15% bei den jungen das Nachwuchs... Das würde ich gerne dann moderieren, wenn das so der Fall ist. Nein, nicht heute. Bei den jungen Nachwuchs, bei den jungen Bewerberinnen und Bewerbern wird es viel besser schon. Dann wird es da schon eine Quote bei den Zeit- und Berufssoldaten von 13%, 13-16%, das ist gut. Bei den freiwillig Wehrdienstleistenden ist es schlechter, 6-7%, also noch unter den 9%, da müssen wir dann arbeiten. Aber Ihre Frage war ja, wie geht das dann?
Wir bauen Betriebskindergärten. 5 jetzt. Mhm. Kann man sagen, toll, baut er 5, vorher hat er 0. Aber 5 ist natürlich auch wenig. Wir wollen nur nicht auch nur Betriebskindergärten. Man kann das in Amerika besichtigen, wie das ist. Große Garnison mit 10.000, 15.000 Leuten und da leben die alle nebeneinander, die kennen sich nur untereinander, die Kindergärten spielen, die spielen die Kinder im Kindergarten zusammen. Wir wollen ja, dass die Bundeswehr in der Gesellschaft ist. Also wir wollen lieber Belegungsplätze im kommunalen Kindergarten oder einen gemeinschaftlichen Kindergarten. Da, wo es große Einrichtungen sind, gerne auch mal im Betriebskindergarten. Und dafür wollen wir Angebote entwickeln. Das ist besser geworden, aber noch nicht gut genug. Teilzeitarbeit ist bei uns ein Problem. Das haben wir, aber wir sind zu starr. Hälfte und Schluss. Das ist natürlich viel zu unflexibel. Wir sind da ein bisschen besser geworden, aber da können wir, glaube ich, noch ziemlich viel machen. Also wir haben das begriffen, wir fangen da an. Wir werden nie so gut werden wie andere, aber wir müssen besser werden, als wir jetzt sind. Frau Ministerin Schröder, bevor wir zu dem Thema kommen, was Sie beide auch verbinden, nämlich das Ehrenamtliche und das freiwillige Engagement, noch eine letzte Frage. Es geht ums Regierungsprogramm und Sie dürften jetzt ganz alleine in der CDU bestimmen, was dort unbedingt für die nächsten 4 Jahre an familienpolitischen Maßnahmen rein muss. Was wird das dann sein? Natürlich nicht das Betreuungsgeld, wenn Sie es sich aussuchen dürften, oder? Also das ganz große Thema ist nach wie vor die Verbesserung von Betreuung, von Kinderbetreuung. Und zwar dort sowohl ist natürlich, wird in den nächsten Jahren eine sehr große Frage sein, der qualitative Aspekt, als auch, was ich auch gerade bei mir feststelle, in meinen Bürgersprechstunden am Anfang der Legislaturperiode ging es noch zu 90% um das Thema Kita-Ausbau. Und jetzt geht es immer mehr um die Betreuung auch in Grundschulen. Und da ist mit Sicherheit liegt eine Menge Arbeit vor uns. Allerdings haben wir auch eine ganz eindeutige Länderzuständigkeit, wie beim Kita-Ausbau ja auch. Was übrigens auch, das, wenn du, Thomas, vorhin die Problematiken meines Ministeriums geschildert hast, das ist eigentlich die wahre Herausforderung, der Föderalismus. Er ist für uns alle ja eine Herausforderung, aber bei mir nochmal ganz besonders, gerade beim Kita-Ausbau, denn wir geben zwar eine Menge Geld, wir geben 4,5 Milliarden und wir geben ab 2014 jedes Jahr 875 Millionen, aber wir haben keinerlei operative Zuständigkeit vor Ort. Wir können keine einzige Kita bauen, wir können keine einzige Erzieherin anstellen. Also insofern auch, wenn wir, aber das wird mit Sicherheit das große Thema sein, die Betreuung im Kleinkind, im Kinder- und im Grundschulalter. Was Sie sicher ja, immer. Ja. Wir sind ja hier im Adlerhaus. Ich rätsel seit einiger Zeit über den Begriff Betreuung in dem Zusammenhang nach. Und gerade in den ostdeutschen Ländern ist es auch eine Tradition, vielleicht ein bisschen übertrieben von früher, dass auch da natürlich Erzogen und Bildung stattfindet. In Kinderbetreuungseinrichtungen, um den Begriff nochmal zu verwenden. Und ich werde zunehmend häufiger gefragt, ich will nicht nur irgendeine Kita und mein Kind soll irgendwie betreut sein, sondern gut betreut. Das hat, mir hat neulich eine Erzieherin gesagt, früher haben die Eltern die Primärsachen gemacht, Schnürsenkel binden, Knöpfe binden, Feinmotorik, Fingernägel schneiden, das haben die Eltern gemacht. Ich habe Stricken und wir haben angefangen, Kringel zu malen, Grobmotorik zu entwickeln, damit die Grundschule dann irgendwie anfangen kann, das kleine A zu malen. So, jetzt müssen wir diese Primärfunktion machen. Wir müssen den Kindern beibringen, die Schnürsenkel zu binden. Wir müssen damit beibringen mit Messer und Gabel. Das erwarten die Eltern von uns. Ob das eine richtige Arbeitsteilung ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber dass man eine gemeinsame Mahlzeit hat, dass man gemeinsam anfängt, gemeinsam aufhört, dass man sich ein bisschen ausreden lässt vor lauter Geschwabbel, was auch in Ordnung ist. So, Rücksichtnahme und so etwas stattfindet, wie man gemeinsam spielt, gewinnen lernen, verlieren lernen und so, solche qualitativen Sachen. Ich glaube, das wäre mein Wunsch, dass wir uns darauf auch in der nächsten Zeit, mindestens da, wo wir die vollständige Betreuung schon haben, wir uns darauf konzentrieren. Dann werden wir unser Wahlprogramm machen. Die Leute interessieren sich ja nicht für Föderalismus. Wenn wir schreiben, da wollen wir, dass es auch um Qualität, um Erziehung und nicht nur um schlichte zeitliche Betreuung geht, damit die Eltern was anderes machen. Das wäre mir ein wichtiger Punkt. Aber dann müsste man auch darüber reden, dass Kindergärtner, Erzieher deutlich mehr Geld verdienen als heute. Das beginnt ja schon für Kita-Leiterinnen. Es gibt darüber auch Kämpfe über die Eingruppierung. Das ist so. Die Arbeit am und mit dem Menschen ist bei uns eher
unterbezahlt in der Gesellschaft. Das gilt ja auch für Altenpflege, alles mögliche andere. Das ist ein großes, dickes Brett, an dem man dazu bohren muss. Aber auch die bestehenden Erzieherinnen haben ja oft auch eine ganz andere Ausbildung und wollen das auch gerne anwenden. Und wenn wir sie da ermuntern, die Eltern ermuntern und da sozusagen eine Qualitätsoffensive für die Inhalte, oder ich bin jetzt da nicht fachlich gut genug, das in der richtigen Sprache zu finden. Das ist auch ein Punkt, den ich mir wünschen würde, wenn wir jetzt die Abdeckung nach Quantitäten haben. Also bessere Bezahlung, weil sich daran vor allen Dingen ja auch gesellschaftliche Wertschätzung ausdrückt, ist das eine. Wobei man auch hier der Fairness halber dazu sagen muss, bezahlen tun es in Deutschland die Kommunen. Insofern haben wir da auch relativ leicht reden, aber dennoch, ich halte das für unbedingt erforderlich. Und das zweite, der zweite mindestens so wichtige Punkt ist aber auch, Karrierewege zu eröffnen. Dass man eben auch als Kita-Erzieherin die Möglichkeiten hat, zum Beispiel durch modularisierte Fortbildungen, die dann auch in den akademischen Bereich reingehen, eben immer weiterkommen zu können und nicht quasi mit 30 am Ende zu sein. Wir kommen noch, bevor wir Frau Liebig gleich mal hier auf die Bühne holen und mal ein bisschen schauen, was die Leute da draußen eigentlich an Fragen an Sie haben, noch mal eine kurze Sache zum Thema freiwilliges Engagement, weil das Ihre beiden Ressorts wirklich in beispielhafter Weise ja vereint. 23 Millionen Menschen sind in Deutschland ehrenamtlich tätig. Ein Thema, was zugegebenermaßen sich relativ schlecht in den Medien oft verkauft. Also wir berichten da wahrscheinlich auch zu wenig drüber. Auf jeden Fall ist es ein Thema für Sie. Und wir sind bei Rekordzahlen eigentlich beim freiwilligen Engagement. Gibt es Ihrer Meinung nach, Sie haben ja mit dem Bundesfreiwilligendienst und dem Freiwilligen Wehrdienst ja damit zu tun, gibt es Ihrer Meinung nach so etwas wie eine Renaissance des Gemeinwohls, auch der jungen Leute, die was tun wollen fürs Land? Also Ich muss schon sagen, als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, da war die Debatte in Deutschland ja ganz interessant. Vielerorts wurde ja vor allen Dingen sich darüber Sorgen gemacht, was machen wir ohne die Zivis? Das war ja in vielen Orten die dominierende Debatte. Und dann habe ich ja gesagt, lasst uns versuchen, das Gleiche auf freiwilliger Basis hinzubekommen mit dem Bundesfreiwilligendienst. Und vor allen Dingen lasst ihn uns für alle Altersgruppen öffnen. Weil ich schon immer das Gefühl hatte, gerade die jungen Alten, also die zwischen 65, 80, 85, die quasi ein langes Leben hinter sich haben, viel berufliche Erfahrung, die auch die Gelassenheit haben, die so ein langes Leben vermittelt, die meisten von denen sagen, ja, wir wollen etwas Sinnvolles machen, gerade wenn wir direkt aus dem Beruf kommen, wir wollen uns engagieren. Und deswegen haben wir ja den Bundesfreiwilligendienst für alle Generationen geöffnet, aber natürlich habe ich da auch die Luft angehalten und gedacht, wie läuft das? Denn es war ein komplett neues Angebot und ich habe auch mich gefragt, also die Unkenrufe, die waren ja dramatisch und dann hat man natürlich schon auch gegrübelt. Und ich finde, es ist wirklich eine gesellschaftspolitische Sensation, wenn man sich überlegt, dass 3 Monate nach Einführung des Bundesfreiwilligendienstes wir alle unsere 35.000 Plätze vergeben hatten und bis zum heutigen Tag diese 35.000 Plätze praktisch dauerhaft besetzt wurden. Und wenn heute jemand kommt und sagt, ich will Bufdi, wie wir sie so liebevoll nennen, ich will Bufdi werden, muss der im Moment sogar ein paar Monate warten, bis wieder ein Platz frei ist. Und was die Älteren angeht, es sind 20% unserer Bufdis, die über 50 sind. Und ich finde, wenn etwas aus dem Stand heraus so viele Menschen anspricht und die da mitmachen, dann zeigt das, dass da ein Schatz zu heben ist. Da stehen wir meines Erachtens politisch erst ganz am Anfang, diesen Schatz auch wirklich zu heben. Herr Minister de Maizière, wir dienen Deutschland, ist der Slogan der Bundeswehr. Ist das anziehend für junge Leute? Ja, das haben wir uns auch gefragt. Wir haben diese Kernbotschaft entwickelt und haben die dann testen lassen in Meinungsumfragen. Und da war die Zustimmung der Bevölkerung insgesamt zwischen 60% und 65% als eine für die Bundeswehr gute Kernbotschaft. Waren wir stolz und zufrieden, haben gesagt, naja, aber bei den Jungen wird es sicher ganz anders sein. Und die wollen wir ja ansprechen, auch ansprechen. Und das Ergebnis war, 70% der jungen Menschen bis 30 fanden das eine gute Kernbotschaft für die Bundeswehr. Überproportional. Das hat uns überrascht und ehrlich gesagt sehr erfreut. Und wir haben auch gute Bewerberzahlen, sowohl für den Freiwilligen Wehrdienst, wie auch, was für die Bundeswehr noch wichtiger ist, für die Zeitsoldaten. Die verdienen auch nicht schlecht, die verdienen zum Beispiel mehr als im Bundesfreiwilligendienst. Und dafür ist manches vielleicht ein bisschen unbequemer, da gehen auch ein paar weg irgendwie, weil sie nicht gewohnt waren, morgens, bevor das Leben losgeht, ihr Bett zu machen.
Das hat dann vielleicht niemand gemacht oder Mami oder so. Da gibt es ein paar, die dann gehen. Aber die Bereitschaft, dort zu dienen, ist groß. Und das freut uns sehr. Und auch in der Ansprache sind Sie stolz darauf, dass Sie jetzt als Soldaten auch einen Beitrag für das Gemeinwesen, für das Vaterland leisten. Sie wollen öffentliche Gelöbnisse. Sie wollen sich zeigen. Sie erzählen davon auch zu Hause. Und auch wenn wir sie entsprechend ansprechen, ist es oft so, dass ein Teil der Journalisten oder andere sagt, was sprecht ihr denn da für eine Sprache? Und ihr verschreckt ja die Leute und bloß nicht vom Einsatz reden, dann kommt ja keiner und so. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen auch keine Rambos umgekehrt, aber nüchterne, realistische Leute, die sozusagen diesen Teil der Wirklichkeit erleben, mitgestalten wollen und stolz darauf sind. Und das ist besser, als wir erwartet haben. Und das ist, finde ich, ein gutes Zeichen für unsere Gesellschaft. Und darauf bauen wir. Daran muss man allerdings auch arbeiten. Ärgert es Sie, dass die Mentalität der Deutschen noch so ist, dass man damit nicht offensiv werben kann, also wie es zum Beispiel in den USA ist? Also wenn ich sehe, dass da ja in den Autos sind ja oft immer so Bumper-Sticker, wenn in den USA, da steht dann irgendwie drauf, support the troops. Obama hält irgendwie auch keine Rede, ohne dass er ganz zum Schluss sagt, ein Dank an die Männer und Frauen in Uniform. Sowas ist ja bei uns hier in der Politik und in der Gesellschaft noch nicht so angesehen. Können Sie erst dann Erfolge mit dem freiwilligen Wehrdienst vorweisen, wenn sich diese Mentalität geändert hat? Nein, das so wie in Amerika, wenn wir das nie erreichen, das ist auch nicht wünschenswert. Jedenfalls passt das nicht zu unserer Kultur. Wir sind ein bisschen nüchterner und pragmatischer. Aber trotzdem ist ja ganz viel passiert. Wie oft sehen wir Menschen mit diesen gelben Schlafen am Revers? Vor ein paar Jahren wusste keiner, was das ist und gab es das kaum. Heute sieht man mehr die gelben Schleifen, die Solidarität mit der Bundeswehr zeigen, als AIDS-Schleifen. Und das ist sehr gut. Es gibt sehr viel Berichterstattung über das, was Soldaten tun. Es gibt, was wir jetzt in den letzten Tagen wieder hatten, wenn ein gefallener Soldat ist, eine unglaubliche Welle des Mitgefühls. Das ist den Leuten nicht egal. Und da wird diskutiert, ist der Afghanistan-Einsatz sinnlos, ja oder nein? Ist es das Opfer wert? Und nein, da haben wir große Fortschritte gemacht. Da können wir auch noch mehr schaffen, das wollen wir auch. Ich bin auch mit den Kommunen im Gespräch, zum Beispiel über solche Fragen. Die Veteranendiskussion, die ich angestoßen habe, soll ein Vehikel sein, dass wir darüber mehr reden. Wir kommen aus einer anderen Tradition. Unsere Streitkräfte waren keine Einsatzstreitkräfte. Wir haben einen großen Weg in 20 Jahren zurückgelegt. Aber die Entwicklung weist genau in die richtige Richtung. Und das jungen Leuten, das war ja ihr Thema, nicht zu verheimlichen, sondern ihnen zu sagen. Und sie sagen, ihr könnt und dürft stolz darauf sein. Und das findet auch Wertschätzung bei der Bevölkerung. Das ist auf gutem Weg. Persönliche Frage noch zum Schluss an beide. Was war denn Ihr erstes gesellschaftliches Engagement eigentlich? Ganz früher. Wie so ein Streber, ja, wie so ein Streber. Deswegen frage ich ja. Ich bin mit jungen Jahren in die Junge Union eingetreten, aufgrund eines Flugblatts, was ich illegalerweise auf Schulbänke zum Vietnamkrieg verteilt hatte. Später habe ich dann mitgekriegt, ich wurde geworben, weil ein Kandidat einen anderen Kandidaten um den JU-Kreisvorsitz niedermachen wollte. Ich sollte als Stimmvieh wirken. Hat es geklappt? Nein, ich habe mich schon aus Protest dann gegen den anderen entschieden. Später dann im RCDS, da habe ich dann richtig sozusagen was gemacht. So, das waren meine Erlebnisse, aber das klingt jetzt hier ein bisschen blöd, wenn wir als CDU hier sitzen. Mein erstes war die Junge Union, aber faktisch war es so. Also ich habe auch als erstes die Kommunalpolitik zu bieten, wobei ich das überhaupt nicht irgendwie ehrenrührig finde, sondern ich finde, dass das Kommunale... Das klingt nur so einschleimend oder so. Ja, gut. Aber also ich finde, mich regt manchmal auf... Müssen Sie ja nicht mehr, Herr de Maizière, Sie sind ja schon was in der CDU. Mich regt manchmal auf, dass quasi die Vorurteile... mit der Politik oft konfrontiert werden, dass die dann oft sogar auch noch pauschal auf die Kommunalpolitik übertragen werden. Und das erlebe ich oft am Stand zum Beispiel, dass die Leute sagen, sogar den Kommunalpolitikern unterstellen, was beispielsweise irgendwelche fetten Diäten zu bekommen oder so. Also da sage ich dann immer, also Leute, jetzt überlegt euch mal, was so ein Kommunalpolitiker leistet. Und in einer Stadt wie Wiesbaden, so ein Stadtverordneter, können schnell mal 10, 15 Stunden im Wochenschnitt werden. Und es ist wirklich beachtenswertes ehrenamtliches Engagement. Frau Ministerin Schröder, danke. Herr Minister, nehmen Sie erstmal, bleiben Sie aber bitte hier. Ich würde gerne mal Frau Liebig hier nach vorne holen. Das ist, wie haben Sie das gerade eben gesagt, Herr Gröhe, die Bürgeranwältin der CDU.
Politikstudentin aus Halle. Frau Liebig, was hat Sie denn überhaupt dazu bewogen, sich hier bei dieser Mitmachaktion, also in Ihrer Freizeit, eine E-Mail zu schreiben an die CDU, um ein Thema voranzutreiben? Wie kommt man auch zu sowas? Also erstmal muss ich sagen, ich habe nicht mal eine E-Mail geschrieben, sondern tatsächlich eine Postkarte geschickt, ganz altmodisch. Oldschool, ja. Genau. Ich finde es einfach wichtig, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch darüber hinaus, sich zu beteiligen. Und wenn einem die Chance so gegeben wird und es so einfach gemacht wird, dass man sich so leicht beteiligen kann, und es eventuell sogar Erwähnung im Regierungsprogramm finden könnte, das dann auch zu nutzen. Und eine E-Mail ist sogar noch leichter, als eine Postkarte zu schicken, aber auch das überfordert einen ja in der Regel nicht. Was ist denn Ihr konkretes Anliegen gewesen? Sie können es jetzt loswerden. Ja, also mir würde am Herzen liegen, dass im Bereich des Jugendschutzes mehr für die Aufklärungsarbeit bei Alkohol- und Drogenkonsum getan wird. Also ganz konkret hatte ich vielleicht gedacht, das muss man natürlich ausgestalten, dass man in den Schulen einfach enger mit der Polizei oder auch dem Zoll zusammenarbeiten könnte, sodass vielleicht ab einer bestimmten Jahrgangsstufe, sei es vielleicht in der 8. Klasse, jährlich so eine Art Aufklärungsstunde stattfindet. Weil gerade ich auch finde, das habe ich auch in meiner Schulzeit gemerkt, abgesehen davon, dass ich mit dem Zoll noch nie zu tun hatte, auch in der Schulzeit nicht. Das ist schon mal gut. Ja, das stimmt, aber auch aufklärerisch eben nicht. Man hat vielleicht mit 13 oder 14 Jahren ganz andere Fragen, als man mit 18 oder 19 hat. Also selbst kurz vor dem Abitur, wenn man vermeintlich schon erwachsen sein sollte, kann man ja noch Fragen dazu haben oder Probleme damit haben, die man aber mit 13 noch nicht so auf dem Schirm hat. Das fände ich ganz gut. Frau Schröder, was sagen Sie dazu? Also das können wir sogar auch mit Studien belegen, dass sich die Sicht auf Drogen oder nehmen Sie auch Wein oder den Umgang also mit Alkohol oder mit Zigaretten, dass das gerade in den Jahren so zwischen 14 und 18 natürlich, da findet eine rasante Entwicklung statt und da wird auch das spätere Verhalten vielfach geprägt und insofern, gerade wenn man auch guckt, wir haben ja dieses zunehmende Phänomen des Komasaufens, was wohl auch wirklich, ich habe mich auch lange gefragt, ist das was medial hochgezogen wird? Nein, wenn man auf die Zahlen guckt, es gibt wirklich immer mehr dieser Fälle und da braucht man einen sehr altersspezifischen Zugang und insofern gehört das Thema an die Schulen und, wenn man sich dort externe Fachleute von außen holt, haben die oft einen wesentlich besseren Zugang auch zu den Jugendlichen, als wenn das der Lehrer ist, der da jeden Tag da vorne steht. Die zuständige Ministerin ist schon mal offen für diesen Vorschlag. Frau Liebig, können Sie einen ganz kurzen Einblick geben in das, was die Bürger, was CDU-affine Menschen hier der CDU ins Stammbuch schreiben wollen? In ganz kurzen Stichworten. Ja, zum einen wird eine kostenlose Kinderbetreuung gefordert oder es wird gewünscht, denn Schule ist natürlich ebenfalls kostenlos und für die Bürger ist auch frühkindliche Bildung ebenso wichtig als Grundlage für die weitere Bildungskarriere der Kinder. Im Gegenzug allerdings, das könnte Sie vielleicht freuen, monetäre Leistungen der Familienförderung sollten zugunsten von Sachleistungen gestrichen werden. Dann würde so sichergestellt werden, dass die Kinder auch tatsächlich die Nutznießer der Leistungen sind. Das ist eine klassische SPD-Forderung. Aber es waren, glaube ich, auch nicht viele. Muss man auch mal sagen. Dann gibt es zum Ehegattensplitting. Das zeigt aber, dass das hier ehrlich ist, dass das tatsächlich echte Anfragen sind, immerhin. Dann wird die Qualität der Kinderbetreuung sollte verbessert werden, also sprich kleinere Gruppen, individuellere Betreuung, damit auch dann die Betreuungs- und Bildungsqualität eben einfach angehoben werden kann. Außerdem sinnvoll für die Bürger sei der Ausbau der Betriebskindergärten und vor allem bürokratische Erleichterungen für kleinere Betriebe, die sich auf eigene Faust sozusagen zur Gründung einer Kita zusammenschließen wollen. Und auch klassisches Thema dringend geboten sei es, Sicherheit zu schaffen in den Arbeitsverträgen, damit junge Erwachsene den Schritt zur Familiengründung überhaupt sich trauen und den wagen können. Das ist so der Tenor. Gibt es auch noch Wünsche an Herrn de Maizière? Ja, gibt es natürlich auch. Zum Beispiel, Sie hatten eben die USA schon angesprochen, vorgeschlagen wird die Einführung eines Feiertags, ähnlich dem Veterans Day in den USA, für die Veteranen der Bundeswehr. Noch ein Feiertag. Außerdem wird gefordert, dass der Dienst in den Streitkräften, insbesondere eben für die Freiwilligwehrdienstleistenden, interessanter gemacht werden sollte und auch anspruchsvollere und intensivere Tätigkeiten gefordert werden. Außerdem wird vorgeschlagen, die Bundeswehr noch weiter zu verschlanken und in dem Zuge auch effektiver zu gestalten. Also nötig seien hier weitere Rationalisierungsmaßnahmen und eine weitere Technologisierung der Bundeswehr. Ja, die Drohnendebatte machen wir heute nicht auf, würde ich sagen. Ich wollte aber erst das andere noch machen. Okay, gut. Der Dienst für die Sicherheit unseres Landes soll attraktiver gemacht werden, indem Polizisten und auch Soldaten zum Beispiel Steuervergünstigungen bekommen könnten. Das sind so die Anträge, ganz grob, ganz wenige nur, die Bürger interessieren. Vielen Dank, aber die Frage zu dem Veterans Day, Herr de Maizière, passt das nicht in Ihre Politik der Kultur? Ich habe das ja als eine von mehreren Maßnahmen ins Gespräch gebracht. Das positive Echo war überschaubar. Wir Deutschen haben auch
dann natürlich ein Problem, welchen Tag nehmen wir da? In anderen Staaten ist das dann oft ein Tag, wo es einen großen militärischen Sieg zu feiern gibt. Das ist mit unserer deutschen Geschichte auch nicht so ganz einfach. Außerdem muss man mal sagen, wir haben so viele Tage. Ja. Den Tag für dies und jenes, das geht mir ehrlich gesagt inzwischen schon auf den Geist. Und das führt auch dazu, dass man an dem Tag irgendwie an den Wald, an die Blumen, an die Natur, an irgendwas denkt und die anderen Tage eben nicht. Man hat ja den schönen einen Tag. Und deswegen halte ich das eher für ein Problem. Ich habe aber einen anderen Vorschlag in dem Zusammenhang. Der 3. Oktober ist unser Nationalfeiertag. Den begehen wir mit einem Staatsakt und als Bürgerfest. Und das ist mir zu wenig. Die Teilnehmer, die dort eingeladen werden von dem Ministerpräsidenten, sind verdiente Bürger, die Länder für richtig halten. Da habe ich nichts dagegen. Aber wir können hier auch mal in besonderer Weise an diesem Tag die ehren, die eine besondere Leistung für die Bundesrepublik Deutschland als Nationalstaat erbracht haben im vergangenen Jahr. Und die als Bundesrepublik Deutschland an diesem Tag ehren und dann natürlich auch Veteranen der Bundeswehr. So schwebt mir das eher vor. Das ist ein Vorschlag, über den ich nachdenke und mit anderen im Gespräch bin. Ich will eins sagen zu der Reduzierung und effektiver machen. Das ist ja gerade der Kern der Neuausrichtung. Da sind wir mitten dabei. Zum Steuerrecht will ich sagen, wir haben bei den freiwillig Wehrdienstleistenden bestimmte Leistungen steuerfrei. Aber man muss mal Folgendes sagen, ein freiwillig Wehrdienstleistender bekommt, wenn er sich ein Jahr verpflichtet, rund 1.000 Euro im Monat. Ein Bufti 350. In meinem Wahlkreis, im Landkreis Meißen, Textilreinigung 300 bis 400. Lehrjahr, Lehrlingsvergütung erstes Jahr. Metallverarbeitung 500, 600. Und das ist prinzipiell alles steuerpflichtig. Dann unter Bemessungsgrenzen, von daher zahlen die keine Steuern. Und dann einem, der sich freiwillig verpflichtet und 1.000 Euro kriegt, zu sagen, und das ist noch alles steuerfrei gegenüber den anderen. Da habe ich dann schon auch, ehrlich gesagt, ein gewisses Problem. Und man darf, was viele nicht wissen, Polizisten und Soldaten haben eine freie Heilfürsorge. Das heißt, sie kriegen ihre gesamte Gesundheitsversorgung total umsonst. Richtigerweise. Aber das umgerechnet in Geld ist ein ziemlicher Vorteil. Klare Antworten des Ministers und ein neuer Vorschlag. Frau Liebig, danke erstmal. Wir sehen uns gleich nochmal. Soll ich auch noch kurz auf meine Dinge eingehen? Ach so, ja klar, natürlich. Entschuldigung, Frau Schröder. Ich dachte, das hätten wir schon. Auf zwei Punkte wollte ich eingehen. Das erste, beitragsfreie Kitas. Das klingt erstmal total sympathisch. Und dennoch habe ich da eine gewisse Zurückhaltung. Zum einen ist es so, die Kommunen sind finanziell, gerade was den Ausbau der Kita angeht, inzwischen oft am Rande dessen, was sie noch leisten können. Gerade Städte in Nordrhein-Westfalen, denen es oft finanziell sehr schlecht geht, die eine sehr hohe Bedarfsquote haben. Und da ist es jetzt sehr populär, das zu fordern, aber es ist gegenüber dem, was die Kommunen tun, nicht unbedingt fair. Der zweite Aspekt ist, ich frage mich auch, warum muss, also zum Beispiel mein Büroleiter, der verdient schon ganz gut. Und der fährt hier in Berlin, profitiert er von dem beitragsfreien Kita-Jahr und der sagt ganz ehrlich, warum soll ich mit meinem Gehalt diesen Kita-Platz beitragsfrei bekommen? Mir wäre es viel lieber, ich könnte dafür zahlen, wie es meinem Gehalt entspricht. Wir haben ja eine Sozialstaffel drin und kann dafür aber auch, habe wesentlich flexiblere Öffnungszeiten und eine bessere Qualität. Also da bin ich zurückhaltend. Was für mich ein ganz wichtiges Thema ist, ist das Thema Betriebskitas. Denn da finde ich, ist es auch unsere Aufgabe, auch die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Die Unternehmen sind immer ganz groß, gerade auch die Arbeitgeberverbände, zu sagen, die Frauen müssen möglichst ganz schnell wieder zurückkehren und möglichst Vollzeit, aber wenn es darum geht, dann auch in den eigenen Unternehmen dafür die Voraussetzungen zu schaffen, dann sind sie oft wesentlich stiller. Deswegen habe ich, weil Sie auch das Unbürokratische, die Flexibilität angesprochen haben, ich habe jetzt ein neues Programm für Betriebskitas gestartet. Das ist aber, und dieses Programm ist bewusst auch so ausgelegt, dass auch ganz kleine Unternehmen davon profitieren können, denn zum Beispiel auch, wenn ein kleines Unternehmen einfach nur eine Tagesmutter einstellt, die nur die Randzeiten abfedert, auch dann übernehmen wir mit diesem Programm in den ersten zwei Jahren praktisch die Hälfte der Personalkosten. Und insofern versuchen wir genau das hinzubekommen, was da beschrieben wurde. Frau Ministerin, jetzt haben Sie die Sache vergessen mit den Sachleistungen statt Geldleistungen.
Ja, davon halte ich nicht so viel. Also ich finde schon, es gehört zur Freiheit. Also Geld ist nun mal das, was am meisten Freiheit den Menschen bringt, weil sie das dann eben selbst einsetzen können, na, so wie sie es für richtig halten. Und deswegen gehört für mich zu einer gescheiten familienpolitischen, zu einer gescheiten Familienförderung auf jeden Fall der Dreiklang. Wenn wir nur rein in den ersten Jahren alles in die Kitas setzen würden und zum Beispiel, die Forderung gibt es ja, zum Beispiel selbst das Kindergeld streichen würden, wäre verfassungsrechtlich gar nicht möglich, aber einfach mal als Gedankenmodell, dann würde das dazu führen, dass Familien, die schlecht verdienen oder die auch nur mittelmäßig verdienen, dass die in den ersten 3 Jahren keinerlei Wahlmöglichkeiten haben, sondern schlicht gezwungen sind, beide arbeiten zu gehen, weil sie sich jedes andere Modell oder auch nur Teilzeitarbeit nicht leisten können. Und ich finde, das müssen die Familien selbst entscheiden. Vielen Dank, Frau Ministerin. Frau Liebig, wir sehen uns gleich noch. Vielen Dank. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir ja hier live sind und Sie weiterhin Anregungen, Themen und Kritik äußern können über facebook.com/CDU, bei Twitter unter dem Hashtag CDU-REC und per E-Mail über diskussion@cdu.de. Ich würde ganz gerne meinem Publikum mal die Runde öffnen. Es gibt hier 2 Standmikrofone. Sie können jetzt die Gelegenheit nutzen, 2 Bundesminister zu einem Thema Ihrer Wahl zu befragen. Hier vorne, direkt in der 3. Reihe. Kollege, Sie müssten, glaube ich, rechts zu dem Standmikrofon dort, genau. Mit dem dezenten CDU-Symbol drauf. Genau. Ja, schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Voss. Ich komme hier aus dem Berliner Bezirk Spandau. Ich habe auch eine... Also bitte an beide Minister, nach dem Motto Ladies First, Frau Dr. Schröder, ich fange mit Ihnen an im Bereich Jugend. Also ich hätte die Bitte, dass im Regierungsprogramm reinkommt, dass Sie sich der Problematik der kriminellen und verwahrlosten Jugendlichen annehmen. Natürlich muss man erstmal erörtern, das mag ja teilweise auch am Elternhaus liegen, dass da die Jugendhilfe eingeschaltet wird. Aber wenn alles nichts nutzt und die nicht besser werden, dann muss halt juristische und rechtliche Konsequenzen haben. Und abschließende Frage an Sie. Mit Interesse habe ich schon gehört, dass Ihr Ministerium mit Extremismusprogrammen zu tun hat. Da hätte ich gerne mal gewusst, in welchem Zusammenhang das Familienministerium damit zu tun hat, weil ich das bisher ausschließlich mit dem Innen- und dem Justizministerium verbinde. Soweit also zum Familienministerium. Herr de Maizière, ich halte jetzt für sinnvoll, bevor ich den Wunsch an Sie äußere, Sie noch kurz darüber zu informieren. Ich spreche Sie jetzt als Bundesverteidigungsminister an. Hier unterhält sich jetzt jemand mit Ihnen oder trägt einen Wunsch an Sie vor, der selbst keinen aktiven Dienst bei der Bundeswehr geleistet hat. Aber, Herr Minister, ich bin kein Kriegsdienstverweigerer, ich wurde ausgemustert. Nun aber zum Wunsch. Terrorismusbekämpfung. Ja, das ist richtig. Man muss ja erst die zivile Alternative ausloten. Die muss Vorrang haben. Aber Terroristen, den sagt man auch nach, dass leider manche nur eine Sprache verstehen. Und da ist George Walker Bush so für mich so ein Vorbild. Also ich hätte für Sie den Wunsch, dass Sie sich im Regierungsprogramm dafür einsetzen, dass man gegen Terroristen im Zweifelsfall einen militärischen Präventivschlag anwendet. Soweit. Also ich bin jetzt abschließend froh und dankbar, dass Dankeschön. Ich die Sicherheitsthemen an eine der beiden Unionsparteien vortragen konnte, also anbringen konnte, weil sie da meiner Meinung nach aktuell am besten aufgehoben sind. Vielen Dank. Die zweite Frage ist sicherlich komplexer und schwieriger zu beantworten. Insofern gerne Frau Dr. Schröder zuerst. Also zum ersten Teil Ihrer Frage, was die Kriminalität unter Jugendlichen angeht. Mit Sicherheit kann jede politische Antwort auf dieses Thema, muss immer 2 Seiten haben. Und zwar zum einen Prävention und genauso eben auch Repression. Was die Prävention angeht, ist schon der entscheidende Punkt, Jugendliche werden dann eher kriminell, wenn ihnen die Perspektiven fehlen. Insofern ist alles, was wir zum Thema Bildung machen, angefangen davon, dass mein Ministerium in diesem Jahr mit 4.000 Kitas angefangen hat, eine Halbtagskraft einzustellen, die sich nur um das Thema Sprachförderung kümmert. Dann weiter über die verschiedenen Angebote, die wir in der Schule haben, bis hin zu den Programmen meines Ministeriums, wo es um Schulabbrecher geht, denen eben eine 2. Chance zu eröffnen, damit sie eben doch einen Schulabschluss erwerben. Ist mit Sicherheit hat das auch was mit Prävention von Kriminalität zu tun. Was aber auch klar ist, wenn dann eben doch Jugendliche kriminell sind, glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass Antworten des Rechtsstaats, der Strafverfolgungsbehörden, dass die auch schnell erfolgen und dass sie auch deutlich machen, dass man wirklich hier auf dem falschen Pfad ist. Weswegen, ich nenne hier nur mal ein Beispiel, ich finde, ist im Moment ein Problem,
dass es oft so ist, dass Jugendliche am Anfang noch natürlich eine Strafe auf Bewährung bekommen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie dann oft subjektiv das Gefühl haben, ich bin freigesprochen worden. Ich habe nur was auf Bewährung, es tut sich jetzt erstmal akut nichts. Und das empfinden dann viele als eine Art Freispruch. Und da halte ich zum Beispiel den Warnschussarrest für ein gutes Mittel, um mit dem Warnschussarrest, mit der Strafe auf Bewährung dennoch zu verbinden, dass man einmal 2-3 Wochen eben einen solchen Arrest in einem Gefängnis erleben muss, denn dann merkt man schon, wie sich das anfühlt und dass das nichts Heroisches an sich hat. Und ganz kurz zu Ihrer zweiten Frage, warum ich für Extremismusprogramme zuständig bin, das kommt auch aus der Jugendzuständigkeit. Mein Schwerpunkt bei den Extremismusprogrammen sind Jugendliche und ich habe da ja auch dafür gesorgt, dass sich die Extremismusprogramme breit aufstellen. Die Programme zur Bekämpfung des Rechtsextremismus wurden komplett weiter so finanziert und werden das auch in Zukunft. Aber ich habe auch 2 zusätzliche Programme geschaffen mit zusätzlichen Mitteln zur Bekämpfung des Linksextremismus und des Islamismus. Denn in der Tat, wir sollten da nicht auf einem Auge blind sein, sondern all das gehört zu einer Bekämpfung der gehört dazu. Es gibt keine guten Extremisten. Vielen Dank, Frau Ministerin. Herr Minister, die Frage nach dem Präventivschlag. Ich bin anderer Meinung als Sie. Zunächst ist der Terrorismus ein polizeiliches Problem. In Deutschland ist dafür zum Beispiel die Polizei zuständig. Und als ich Bundesinnenminister war, haben wir natürlich im Wege der Zusammenarbeit im Kampf gegen den internationalen Terrorismus als Innenminister und Polizeibehörden zusammengearbeitet. Das ist auch richtig so. Streitkräfte sind zuständig, wenn es um Auseinandersetzungen an sich, Staaten gegen Staaten geht. Das Völkerrecht hat daraus dann entwickelt, dass Soldaten einen Kombattantenstatus, heißt das, haben und Regeln dafür entwickelt, wenn Soldaten gegen Soldaten kämpfen. Soweit so gut. Jetzt, und insoweit treffen Sie natürlich einen wunden Punkt, haben wir eine Situation, wo Terroristen praktisch wie Soldaten agieren. Und in dem Moment, insbesondere wenn es dann dazu führt, dass ein ganzer Staat unter die Herrschaft oder teilweise von solchen Terroristen gerät, wie in Mali oder den Norden von Mali, wie in Afghanistan 2001, wie in anderen Staaten der Welt, dann stellt sich die Frage, dass das möglicherweise zusammen mit politischen Mitteln, das würden Sie sich ja nie in Abrede stellen, auch ein militärischer Einsatz in Frage kommt. Das tun wir dann auch. Und wir tun uns dann mit den Begriffen schwer. In Afghanistan sprechen wir dann von Taliban oder von Aufständischen oder Insurgents oder Terroristen. Die Abgrenzung ist nicht ganz klar. Wenn also Terroristen sich so betätigen wie Soldaten, dann, jetzt völkerrechtlich ist das ein bisschen ungenau, dann kann auch die Zuständigkeit von Streitkräften begründet sein. Und dann aber nach den Regeln des Völkerrechts kann man dort agieren. Das ist ja sozusagen in asymmetrischen Bedrohungen so, dass wir halten uns ans Völkerrecht, unser Gegner nicht. Daraus erwachsen eine Reihe von Problemen und auch Verlusten bei uns. Aber insgesamt kann man nicht sagen, weil es Terroristen sind, sollen jetzt Armeen mal einfach präventiv Schläge in der ganzen Welt dagegen vornehmen. Das geht nicht, das ist nicht in Ordnung und wir machen das nicht. Danke, Herr Minister. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Hier vorne direkt. Johannes von Tadden, ich arbeite für das Unternehmen Astrium, deutsches und europäisches Raumfahrtunternehmen. Frau Ministerin, zu dem Thema Kinderbetreuung. Wir haben uns zum einen in Deutschland mit Ihrem Programm als familienfreundliches Unternehmen zertifizieren lassen. Wir haben als Unternehmen allein im letzten Jahr 2 neue Betriebskindergärten eingeweiht. Was wir merken bei den jungen Mitarbeitern bei uns, und wir haben viele ja auch, die aus dem Ausland zu uns kommen, ist zum einen das, was Sie gesagt haben, die erwarten nicht nur eine Betreuung ihrer Kinder, sondern sie wollen eine Förderung ihrer Kinder. Also es geht um Qualität dessen, was man dort bietet. Und das zweite große Thema bei uns ist die Frage, die wir gestellt bekommen, was ist eigentlich, wenn meine Kinder aus der Kita rauskommen? Wie ist das bei euch in Deutschland mit der Schulbetreuung? Also gesicherter Unterricht, Kantine in der Schule, für diejenigen
Familien, in denen, zu denen das passt, was gibt es nachmittags an Förderangeboten und, und. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für die kommende Legislaturperiode, die Kette in Deutschland schrittweise zu komplettieren. Das würde ich Ihnen gerne mit ans Herz legen. Die Niederlassung von Astrium in den ostdeutschen Ländern, da ist das nämlich überwiegend gewährleistet. Genau. Und Herr Minister, mich würde eine Frage interessieren, bezogen auf die Wehrdienstleistenden. Die bringen ja oder die erwerben ja in der Zeit doch eine Menge auch an Führungserfahrungen. Wir machen bei uns im Unternehmen gute Erfahrungen mit der Integration solcher ehemals Wehrdienstleistenden oder Zeitsoldaten danach. Was können wir Ihrer Vorstellung nach eigentlich in unserem Land in den kommenden Jahren tun, um in der Gesellschaft das Verständnis dafür zu steigern, dass diese Menschen zum einen einen Dienst an dieser Gesellschaft erbringen und zum zweiten in dieser Zeit eine Menge Erfahrungen erwerben, die auch für ihre Anschlussverwendung in verschiedensten Berufen in diesem Land von Nutzen sind? Dankeschön. Sie zuerst. Also zur ersten Frage, Herr von Thaten. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, dass das das riesige familienpolitische Thema der Zukunft werden wird. Ich hatte gerade neulich, hat wieder eine Mutter zu mir gesagt, die, beim Thema Kindergarten sind wir ja ziemlich gut, da haben wir jetzt auch schon seit vielen Jahren einen Rechtsanspruch. Beim Thema Kita, also unter drei, holen wir rasant auf. Aber was dann die Zeit der Grundschule angeht, da haben wir eine riesige Herausforderung. Und 6-, 7-jährige Kinder, die können Sie ja nicht alleine nach Hause schicken. Und die hat zu mir gesagt, wissen Sie, jetzt hatte ich mich gerade wieder auf 30 Stunden hochgearbeitet und jetzt ist mein Kind in der Grundschule und jetzt muss ich eigentlich wieder auf 20 reduzieren. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich finde auch, das kann nicht wahr sein. Wir sind hier allerdings in der Tat wieder ganz schnell im föderalen Gestrüpp, denn es ist eine spezifische Aufgabe der Länder. Aber ich glaube auch, dass wir da, das wird das große Thema in den nächsten Jahren sein. Und da müssen wir auch gemeinsam was hinbekommen, denn da mit Föderalem zu antworten, da hat kein Mensch für Verständnis. Herr Minister. Sachsen steht im Schulgesetz, Mittagessen ist Teil von Schule. So. Aber zu Ihrer Frage. Wir sind da als Bundeswehr ziemlich gut. Wir haben ja mit der Aussetzung der Wehrpflicht nicht uns für eine Berufsarmee entschieden, sondern für eine Freiwilligenarmee. Was heißt das? 2/3 unserer Soldatinnen und Soldaten sind Zeitsoldaten. Das heißt, die gehen danach wieder zurück in die Wirtschaft oder in seinen sonstigen Beruf. Und wir haben damit, wir bilden die aus, die kommen zu uns mit einem abgeschlossenen Beruf oder haben keinen abgeschlossenen Beruf, nur einen Schulabschluss. Sie bekommen dann auf unsere Kosten beim sogenannten Berufsförderungsdienst eine Ausbildung und gehen dann mit Ausbildung auf den Arbeitsmarkt. Wir haben eine Übergangsquote von ungefähr 90% dieser Zeitsoldaten gehabt in die Wirtschaft, auch in Zeiten hoher Rezession. Hohe Arbeitslosigkeit, weil die Arbeitgeber mit den Gründen, die sie vorgetragen haben, sagen, die wollen wir haben. So, also wir können eigentlich nicht viel mehr machen, außer diese Kontakte hinzubekommen. Wir haben jetzt die Personalorganisation verändert, das führt jetzt hier zu weit, wie wir das organisatorisch verändert haben. Was wir tun können als Gesellschaft, ist Folgendes. Wenn Ihr Personalchef oder der Tischlermeister oder ein sonstiger kleiner mittelständischer Unternehmen 2 Bewerbungen vor sich hat. Eine von einem 18-, 19-, 20-Jährigen, der eine mittlere Reife hat, vielleicht eine Ausbildung oder Abitur, eine Berufsausbildung oder Abitur, sonst grün hinter den Ohren ist. Und eine andere Bewerbung von einem 28-, 30-Jährigen, der Z12 ist, der den gleichen Schulabschluss hat und die gleiche Berufsausbildung vielleicht noch aktualisiert hat und durch den Beförderungsdienst. Dass er dann den zweiten nimmt. Und zwar auch, weil er besser ist. Warum ist er besser? Der hat ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Der spricht heutzutage meistens Englisch, auch durch die Auslandsaufenthalte. Der hat Führungserfahrung. Der reißt sich ein bisschen zusammen, der meldet sich nicht gleich krank, wenn mal der Bauch wehtut. Da ist eine bestimmte Sozialkompetenz, wir nennen das Kameradschaftsgefühl. Und wenn er den nimmt, deswegen, und vielleicht noch deswegen nimmt, weil er sagt, ich will honorieren, dass der was für unser Land gemacht hat. Wenn also die Arbeitgeber nicht die rundgelutschten Karrieristen nehmen, sondern solche, dann haben wir gewonnen, aber auch nur dann. Und deswegen ist die Hälfte des Erfolges,
liegt bei der Gesellschaft, gar nicht bei der, bei der Bundeswehr. Und das müssten wir, glaube ich, erreichen. Wir sind da ganz gut, aber das kann die Bundeswehr nur zum Teil bewirken. Wenn der nämlich dann erzählt, ich bin von dem genommen worden, dann sagt er seinem kleinen Bruder oder seinem Neffen, da kannst du hingehen, die 12 Jahre nützen dir sogar, wenn du später einen Job findest. Vielen Dank, Herr Minister. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich ganz gerne noch einmal schauen, was online los ist. Die Kollegen aus dem Team Deutschland hier aus dem Adenauerhaus haben geschaut, was während der Diskussionsrunde reinkam über Twitter, Facebook und so weiter. Frau Becker und Herr Schneller. Frau Becker, fangen Sie mal an. Gibt es da irgendwas, was Sie sofort interessiert, was Sie ganz gerne an den Minister weitergeben würden? Na klar, da gibt es eine ganze Menge. Haben wir hier zum Beispiel erstmal eine Frage von Karin aus Dortmund an die Frau Schröder. Und zwar, warum gibt es so wenig 24-Stunden-Kitas? Mir als Krankenschwester im Schichtdienst hilft die normale Kita nur wenig. Machen wir direkt die Antwort von Frau Schröder. Also viele Krankenhäuser, gerade weil da ja das Thema Schichtdienst ein ganz besonderes Thema ist, sind inzwischen dazu übergegangen, auch eigene Betreuungsangebote zu haben, 24 Stunden um die Uhr. Ich muss sagen, ich glaube, dass wir für diese besonderen Bedarfe brauchen wir Angebote und trotzdem hat, glaube ich, jeder das Gefühl, dass 24-Stunden-Kitas nicht die Lösung der Probleme sein können, sondern dass wir schon auch Arbeitszeitmodelle brauchen, die familiäre Verantwortung ermöglichen. Und gerade auch machen wir da auch uns viele Gedanken, wie das gerade in der Schichtarbeit auch möglich ist. Aber da, wo es wirklich gebraucht wird, insbesondere denke ich da an Krankenhäuser, beispielsweise gerade in der Charité war ich in einer, da gibt es solche Möglichkeiten, aber da brauchen wir auch noch ein bisschen mehr. Frau Schneller, vielleicht noch eine Frage an Frau Ministerin Schröder oder Herr Becker. Ja, der Helmut aus Grevenbruch fragt per E-Mail, eine Frauenquote reduziert die Frauen auf ihr Geschlecht und verteilt die Posten ungerecht und nicht nach Kompetenz. Als Unternehmer fordere ich eine Kompetenzquote, Einstellung nach Kompetenz und nicht nach Geschlecht. Das klingt nach einer Frage ganz nach dem Wunsch von Frau Schröder. Also zum einen ist das Helmut natürlich unbenommen, genau so seine Mitarbeiter auch einzustellen. Ich meine, dass ich kein Freund starrer Quoten bin, ist bekannt. Aber ich finde, eines kann man schon nicht hinwegdefinieren. Wir haben schon eine besondere Problematik für, ich sage es bewusst, geschlechtsneutral, für Menschen, die auch familiäre Verantwortung übernehmen. Für die ist es gerade in Führungspositionen schwerer, gerade weil Führungspositionen eben in der Welt vieler Unternehmen immer noch bedeutet 70, 80 Stunden die Woche präsent und sonst geht es nicht. Und gerade weil diese besondere Problematik da ist, und ich sage das deswegen so geschlechtsneutral, weil das für Männer, die besondere familiäre Verantwortung übernehmen wollen, ganz genauso gilt, deswegen sollten wir uns der Sache schon annehmen. Aber meines Erachtens ist der entscheidende Weg, dass die Unternehmen sich deswegen vor allen Dingen auch auf die Unternehmenskultur gucken und in der Tat, das muss dann jedes Unternehmen selbst machen, eben diese eigene Unternehmenskultur in den Blick zu nehmen. Danke, Frau Schröder. Wir haben übrigens Kompetenzquoten bei der Bundeswehr. Bei den Personalbeurteilungen sagen wir, in einer bestimmten Vergleichsgruppe dürfen nicht mehr als so und so viel Prozent die beste Note kriegen. Und das führt zu bösem Blut, weil der Vorgesetzte dann gezwungen wird zu sagen, wer die wirklich Guten sind. Und der sagt, habt ja recht mit eurer Quote, aber bei mir sind alle top. Kann aber nicht sein, die gaußsche Verteilungskurve ist überall. Also die Kompetenzquote als Vorgabe, die haben wir, die ist höchst umstritten. Denn jeder sagt, für andere gilt die, für mich nicht. Vielen Dank, Herr Minister de Maizière. Gibt es auch noch eine Frage der Online-User an den Verteidigungsminister? Na klar, auch jede Menge. Eine von Helga aus Schleswig-Holstein. Und zwar, Europa versinkt doch in der Kleinstaaterei. Nötig sind endlich Schritte hin zu einer gemeinsamen europäischen Armee. Was sagen Sie denn dazu? Der hat recht, wir machen ziemlich viel da. Wir haben zum Beispiel ein sogenanntes europäisches Lufttransportzentrum, Lufttransport von Soldaten innerhalb Europas von A nach B oder für europäische Staaten in bestimmte Staaten, machen wir nicht mehr national. Da gibt es 5, 6 Staaten, die machen das gemeinsam. Und so könnte ich viele andere Beispiele finden. Andererseits ist eine richtige europäische Armee verbunden mit einem nicht unerheblichen Souveränitätsverzicht. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das hat Grenzen, wie beim Euro, die Übergabe von Verantwortung an die Europäische Union hat Grenzen. Und so hat sie auch gesagt, die Entscheidung über Krieg und Frieden hat Grenzen. Das heißt, wenn wir eine europäische Armee haben,
dann brauchen wir einen europäischen Einsatzgrundsatz, einen europäischen Oberbefehlshaber. Und dann brauchen wir Regeln, die bestimmen, dass die dann auch eingesetzt wird, wenn Europa das will. Wenn Deutschland sagt, diesmal sind wir aber nicht dabei, dann geht das dann nicht mehr. Deswegen gibt es Grenzen der Integrationsfähigkeit, jedenfalls bisher. Aber wir machen so viel wie möglich. Machen wir schon. Nach meiner Meinung können es auch noch ein bisschen mehr sein. Vielen Dank. Eine Frage auch noch von Herrn Schneller. Ja, und zwar der Martin, selber Soldat, fragt via Facebook, wer seinem Land gedient hat, sollte auch was davon haben. Deshalb sollten freiwillig Wehrdienstleistende, aber auch Leute vom Bundesfreiwilligendienst bei der Vergabe von Studienplätzen, ähnlich wie in den USA, Bonuspunkte bekommen. Soldaten auf Zeit sollten bevorzugt werden, wenn sie sich beispielsweise im öffentlichen Dienst bewerben. Eine interessante Forderung. Vielleicht beide dazu? Und auch eine total richtige Forderung. Und das ist wirklich auch einer der Punkte, wo ich beim Bundesfreiwilligendienst auch noch Defizite sehe. Es ist, wir haben natürlich, habe ich versucht, das hinzubekommen, schon ganz am Anfang, dass die Unis eben genau sich dazu verpflichten. Der Punkt ist nur genau das. Das kann eben jede Uni in Deutschland selbst entscheiden. Inzwischen entscheiden das noch nicht mal mehr die Landeswissenschaftsminister. Die hätte man vielleicht noch zu so einer gemeinsamen Aktion gebracht, sondern jede einzelne Uni selbst. Die Hochschulrektorenkonferenz, mit der gemeinsam haben wir die Unis dazu aufgerufen, dass sie das entsprechend, die Studienplätze, dass sie das da berücksichtigen. Aber es liegt eben dann doch an jeder Uni, ob sie das selbst macht. Aber ich finde, Hermann, wir könnten in der Tat in unser Regierungsprogramm mal den Punkt aufnehmen und sagen, wir fordern die deutschen Universitäten auf, das zu regeln für sich. Und damit können sie auch werben, ehrlich gesagt. Ich finde das keine schlechte Idee. Und der andere Punkt war? Moment, muss man gerade nochmal zurück. Soldaten auf Zeit sollten bevorzugt werden. Da bin ich etwas skeptischer. Und zwar aus folgendem Grund. Bisher haben wir aus den Gründen, die ich genannt habe, aber eine erstklassige Übergangsquote. Soldaten auf Zeit, wie gesagt, zu 90% und zum Teil mehr finden einen guten Job. Und das ist eigentlich das Beste. Wenn wir da mit Quoten anfangen und sagen, naja, dann nimmst du halt mal einen Zeitsoldaten und so, dann nehmen wir im Grunde ein Markenzeichen, dass wir sagen, Leute, das sind Gute, nehmt sie, weil sie gut sind und nicht, weil sie vorher bei der Bundeswehr waren. Also bei freiwillig Wehrdienstleistenden bin ich sofort dafür. Bei Zeitsoldaten, solange sie so gut einen Anschluss haben, wäre ich eher dagegen. Und zwar im Interesse der Zeitsoldaten. Vielen Dank, Herr Minister. Herr Gröhe hat gerade schon eifrig mitgeschrieben. Also es funktioniert doch, bei Facebook Mitglied zu sein. Herr Schneller, ganz allgemein nur ganz kurz, wie ist die Beteiligung? Wie läuft es? Interessieren sich die Leute dafür, also, was hier passiert? Es hat ein bisschen schleppend angefangen. Wahrscheinlich lag es auch ein bisschen an der Zeit. Aber jetzt nach und nach, nachdem wir das kommuniziert hatten, haben sich doch mehr Bürger beteiligt als gedacht. Vor allem bei Twitter, sehr rege Beteiligung. Die Feierabend-Twitterer. Genau, auf dem Weg, aus der Autobahn oder aus dem Büro haben uns viele Zuschriften erreicht und durch viele interessierte Menschen. Hoffentlich nicht von der Autobahn. Vielen Dank an euch beide. Doch, in der Tat. Oh je. Letzte Runde. Eine Frage noch aus dem Publikum können wir nehmen. Da steht nämlich schon eine junge Dame, die engagiert Fragen stellen möchte. Ja, danke schön. Claudia Heber. Ich komme aus Thüringen, bin also 3 Stunden hierher angereist. Freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, miteinander kurz zu reden. Ich bin Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, bin Sozialausschussvorsitzende im Kreistag, arbeite voll berufstätig und habe nebenbei noch 3 Kinder. Ja, vielleicht ein paar Anmerkungen. Was mir aufgefallen ist, das Thema Witwenrente. Frau Dr. Schröder, Sie haben vorhin gesagt, das wäre kein Thema, kein familienpolitisches Thema. Wenn uns als CDU das Thema Ehe wichtig ist, und das sollte es sein, dann gehört auch das Thema Witwenrente genauso als familienpolitische Leistung dazu. Vielleicht das nochmal als kleine Anmerkung. Auch danke ich Ihnen dafür, dass Sie nochmal klargestellt haben, dass für uns als CDU, denn wir reden ja darüber, was wir den Bürgern im September als Wahlprogramm präsentieren wollen und warum wir den Leuten sagen, dass sie uns wählen sollen, bitteschön. Und dann finde ich es gut, dass wir den Leuten deutlich machen, für uns gibt es 2 wesentliche Punkte im Bereich der Familienpolitik und das ist nämlich der Maßstab der Freiheit und das ist der Maßstab in zweiter Linie der Subsidiarität, wie es der Begriff ja schon sagt, oder Solidarität. Und da wäre meine Anregung, nochmal doch durchaus zu überlegen, ob wir nicht doch in diese steuerliche Geschichte nochmal reinschauen und dort vielleicht nochmal versuchen, den Familien mehr Netto vom Brutto zu geben. Ja, das wäre mir ganz wichtig. Und dann noch ein Hinweis, das ist mir wieder aufgefallen bei dieser Debatte um die Erzieher.
Wenn wir als CDU, bitteschön, wenn wir als CDU den Leuten vermitteln, gute Betreuung kann nur machen, wer ein Hochschulstudium gemacht hat. Wie bitteschön sollen wir denn dann den Eltern noch erklären, ihr könnt eigentlich auch ein Kind gut erziehen. Die trauen sich doch dann gar nicht mehr. Und das ist so ein bisschen eine Sorge, die ich habe. Und natürlich, man muss auf der einen Seite die Qualität der Ausbildung sehen. Die Erzieherausbildung dauert momentan, oder so ist es angelegt, das sind 5 Jahre. In der Regel machen die jungen Mädchen und jungen Männer erstmal diesen Sozialassistenten oder Kinderpfleger, was auch immer, und dann nochmal diese 3 Jahre, diesen staatlich anerkannten Erzieher. Das ist eine gute, solide Ausbildung. Aber, und das wünsche ich mir von der CDU, es gibt kein Entweder-Oder in der Betreuung, sondern wir müssen als CDU bitte schön ganz klar sagen, der beste Erzieher für ein Kind sind immer die Eltern. Das ist mir ganz wichtig. Es gibt natürlich auch andere Beispiele und es gibt Dinge, und da genau sind Sie an der richtigen Stelle und da machen Sie mit Ihren familienpolitischen Leistungen und Ihren familienpolitischen Programmen eine hervorragende Arbeit. Dort, wo das nicht funktioniert, da kommt dann diese Subsidiarität, die Solidarität, und da müssen wir dann natürlich tun und müssen gucken, wo können wir dort unterstützen, wo müssen wir dort helfen. Aber ich möchte nicht, meine Kinder gehen auch alle in eine Einrichtung, ich möchte nicht, dass wir den Leuten vermitteln, man muss toll ausgebildet sein, um die Kinder ordentlich erziehen zu können. Das möchte ich nicht. Die Eltern per se sind die besten Erzieher. Und es soll bitte schön auch den Eltern obliegen. Da auch bin ich ganz bei Ihnen, wie Sie Ihre Kinder erziehen, wie Sie das organisieren. Und ein Tipp für die Hortbetreuung. Wie gesagt, ich komme aus Thüringen. Bei uns läuft das hervorragend. Vielleicht kann man sich das mal angucken, wie das dort läuft, und kann da das ein oder andere lernen. Und meine 3 Kinder, die eine ist eine Krippe, Hort, und die andere ist schon ein bisschen größer, die geht dann andere Wege am Nachmittag. Die braucht dann die Mutter. Vielen Dank. Nicht mehr so sehr. Vielen Dank, Frau Ministerin. Also herzlichen Dank. Ich will sehr gerne kurz auf die einzelnen Punkte eingehen. Zunächst das Erste, ich glaube, das war echt das Missverständnis zwischen uns beiden. Ich habe mich nur dagegen gewehrt, es wird oft der Eindruck erweckt, und ich hatte fast das Gefühl, dass Herr Brücker das auch tut, dass die 200 Milliarden, dass die quasi alle an Familien mit kleinen Kindern fließen. Und da ist schon ein entscheidender Punkt, dass bei diesen 200 Milliarden, wie zum Beispiel die Witwenrente, auch ganz andere Leistungen dabei sind. Und das, was wirklich an Familien mit kleinen Kindern als echte familienpolitische Maßnahmen geht, sind 55 Milliarden. Und das ist ja schon wichtig, weil immer behauptet wird, wir geben so viel Geld aus und es bringt nichts. Also deswegen ist es schon wichtig, da die Zahlen zurechtzurücken. Zweitens haben Sie die steuerliche Komponente angesprochen. Und da bin ich vollkommen bei Ihnen. Erstens bei der steuerlichen Sache. Eine absolute Anhängerin des Ehegattensplittings. Und zwar auch, weil ich es sage, und zwar, ich finde es auch richtig, dass von dem Ehegattensplitting auch kinderlose Ehen profitieren. Erstens, wenn Ehen kinderlos sind, hat das oft, die wenigsten Menschen wollen wirklich kinderlos sein, in dem Sinne, dass sie mit 18 gesagt haben, ich will nie Kinder haben, und mit 45 sagen, es ist gut, dass es so gekommen ist. Und es gibt ja auch viele, bei denen es ein unglaublicher Schmerz ist, dass sie kinderlos sind. Aber das nur am Rande. Ich sage, wenn 2 Menschen dauerhaft füreinander Verantwortung übernehmen, dann verdient das schon die Unterstützung des Staates. Und wenn sie in guten und schlechten Zeiten füreinander einstehen, dann entlasten sie auch den Staat. Und deswegen finde ich das vollkommen richtig. Deswegen mein Prinzip wäre, die Ehe an sich verdient Unterstützung. Wenn Kinder da sind, verdient das Unterstützung. Und wenn beides zusammenkommt, also quasi Ehe und Kinder, dann verdient das dementsprechend die höchste Unterstützung. Das wäre mein steuerpolitischer Grundsatz. Und da wird es auch Vorschläge zu, ich glaube, Hermann, das kann man so sagen, im Wahlprogramm geben. Dann der dritte Punkt, den Sie angesprochen haben. Ich verstehe, was Sie meinen. Sie nervt es, wenn quasi Familien in der Debatte quasi entmündigt werden und quasi so getan wird, als seien Familien überhaupt nicht in der Lage, sich gescheit um ihre Kinder zu kümmern. Mich nervt es genauso. Für mich war der Negativhöhepunkt da, das Plakat der Grünen zum Betreuungsgeld. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Da wurden gezeigt, fröhlich spielende Kinder, die waren übrigens 4 bis 5 Jahre alt. Das Betreuungsgeld ist für 1- bis 2-Jährige, aber es wurden 4- bis 5-Jährige gezeigt.
gezeigt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ein Kind, das einsam vom Fernseher versauert. Und das war dann das Kind, das zu Hause betreut wird. Und dieser Ton, diese Anmaßung, die darin lag, Familien zu erklären, dass sie, nur weil sie nicht so leben wie Frau Künast und Herr Steinbrück sich das vorstellen, dass sie ihre Kinder denen was Schlechtes tun, der hat mich auch wahnsinnig geärgert. Und deswegen finde ich, das ist etwas, wenn wir die Auseinandersetzung im Bundestagswahlkampf so haben, vor der, auf die freue ich mich sogar. Frau Ministerin Schröder, wenn man Sie so engagiert für Ihre Position reden hört, dann hat man fast das Gefühl, Sie würden gerne Familienministerin bleiben. Dann müssen wir erstmal die Bundestagswahl gehen. Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. Vielen Dank auf jeden Fall, Herr Minister de Maizière, Frau Ministerin Schröder, für die Diskussionsrunde. Ich würde ganz gerne zum Abschluss kurz das Wort noch an Herrn Gröhe geben und Frau Liebig auch nochmal auf die Bühne bitten. Frau Liebig, mal unter uns zum Schluss. Glauben Sie eigentlich, dass das irgendwie Sinn macht, dass sich jetzt alle Parteien nach draußen bewegen, Mitmachparteien sind, Wettbewerbe eröffnen, wer dem Bürger und dem Wähler am nächsten kommt und nach Fragen und Anregungen darum bitten? Und glauben Sie eigentlich, dass das wirklich ankommt oder ist das Symbolpolitik? Also ich kann jetzt von mir sprechen und ich glaube schon, dass es ankommt. Gerade diese Veranstaltung fand ich sehr interessant, weil man auch mal Standpunkte hat, die man sonst in der Presse vielleicht nicht so mitbekommt, weil man auch nicht so genau hinhört. Also ich höre zum Beispiel bei Verteidigung, muss ich ehrlich gesagt zugeben, nicht so genau hin, weil es mich schlichtweg nicht betrifft. Das heißt nicht, dass es unwichtig ist, aber weil ich einfach da so ein bisschen persönlich schon selektiere. Und auf der anderen Seite ist es ja auch leichter, kann man es den Bürgern ja nicht machen. Also jetzt über das Online-Medium, dass man da direkt mitwirken kann, dann denke ich halt, wenn man sich dann nicht beteiligt, ist man auch selber schuld und darf auch hinterher nicht meckern. Und deswegen finde ich, bringt es auf jeden Fall was, dass man es nicht nur im Wahlkampf macht, dann natürlich gezielter und intensiver, das verstehe ich auch. Aber ich denke nicht, dass es nutzlos ist oder Symbolpolitik ist. Herr Gröhe, mal im Ernst, was kommt am Ende eigentlich ins Wahlprogramm von dem, was da jetzt alles per E-Mail, Postkarten, Facebook, Twitter so an Sie herangetragen wurde? Also beispielsweise nehme ich von heute mit erstens die Mahnung, sehr genau hinzuschauen, wo ist Politik verantwortlich, etwas sicherzustellen an Infrastruktur, die Kinder und Familie und Beruf vereinbaren lässt und anderes mehr. Und wo stellen wir einen Rahmen zur Verfügung, aber öffnen Freiheit für Menschen, selber etwas zu tun. Das als Gedanken jetzt in den nächsten Tagen und Wochen beim Formulieren zu bedenken. Dann, wenn ich frech die Gelegenheit nutzen darf, vielleicht sogar zu sagen, wir machen weiter. Ich würde gerne einen Ideenwettbewerb heute Abend ausloben an alle, die jetzt irgendwie was davon mitbekommen. Wenn ich höre, wie viel wir jetzt über die Qualität frühkindlicher Erziehung in Kita und Kindergarten diskutiert haben, dann wünschte ich mir, uns fällt noch ein besserer Begriff ein als Kinderbetreuung. Also da würde ich sagen, wer da eine Idee ganz schnell mailt, ich glaube, das ist kein zeitgemäßer Begriff mehr. Und deswegen werden wir das, was wir heute zum Beispiel gehört haben, aber auch die Schwerpunktsetzung, wenn die allermeisten Punkte sich auf Vereinbarkeit und Familie, von Familie und Beruf bezogen haben von vielen Einsendungen in einem bestimmten Bereich, dann muss sich das in den Schwerpunkten unserer Aussagen wiederfinden und das wird sich auch wiederfinden. Ja, dann müsste Ihr Wahlprogramm natürlich irgendwie 150, 200, 300 Seiten lang werden, wenn Sie jetzt wirklich alles das berücksichtigen wollen, was sinnvoll da an Sie herangetragen wurde. Also das ist nicht leistbar, wir sind sowieso. Die meisten Parteidiskussionen über Wahlprogramme läuft etwa wie folgt. Mach's doch halb so dick, aber nimm noch folgende 25 Ideen von mir auf. Und das klappt eben nie zusammen. Und deswegen wird es wahrscheinlich länger, als vielen lieb ist. Und dann machen wir auch noch Kurzfassungen und zu einzelnen Gebieten. Aber auch die Dinge, die wir nicht ins Regierungsprogramm aufnehmen. Übrigens auch, weil wir sagen, das ist eigentlich eine Idee, die geht in erster Linie die Städte und Gemeinden an. Die können wir als Bund gar nicht versprechen. Die leiten wir dann an unsere Kommunalpolitiker als Ideen weiter, weil die alle wertvoll sind. Und insofern, ja, das wird ein ganz schön dickes Programm, aber je mehr neue Ideen reinkommen, desto lieber liest man ja auch. Seit Wochen diskutieren wir über alle möglichen Programme der anderen Parteien. Ihres kommt jetzt erst frühestens Ende Juni, also in die Sommerpause hinein fast schon. Warum eigentlich so spät? Also wir folgen damit einer guten Tradition, dass wir gewählt sind, um richtig zu arbeiten. Aber dann rechtzeitig vor der Wahl, genau wie wir das vor 4 Jahren gemacht haben. Wir werden es am 23. Juni beschließen. Also ich glaube nicht, dass die Menschen dann 3 Monate Sommerurlaub machen bis zum Wahltag, sondern da gibt es noch eine ganze Fülle von Arbeit, übrigens auch im Parlament, auch in Berlin. Es gibt dann die vielen Diskussionen im Vorfeld der Bundestagswahl, viele Podiumsdiskussionen mit den Kandidatinnen und Kandidaten, wo über das Wahlprogramm gesprochen wird. Und das Interessante ist ja, früher haben wir eben eher nach der Verabschiedung über das Programm geredet. Jetzt reden wir seit 6 Wochen vor der Verabschiedung über einzelne Forderungen dieses Programms. Das finde ich viel spannender
Und keine Sorge, wir werden dann die Zeit vom 23.06. bis zur Wahl nutzen, auch zu erzählen, was wir zusammengetragen haben für dieses Programm. Vielen Dank, Herr Gröhe, vielen Dank an alle Beteiligten. Wir schließen pünktlich. Der Hausherr hat natürlich das letzte Wort, weil er jetzt, glaube ich, noch was Leckeres gibt. Das ist ein Nachmittag, ein Abend des Gesprächs. Deswegen gibt es jetzt kein abruptes Ende, sondern allenfalls ein Ende des offiziellen Teils. Aber draußen in gemütlicher Runde gerne mehr. Ich freue mich auf die Begegnung.